Hallo zusammen. Dieses Video wird euch zeigen, wo ihr Grindspots finden könnt und wie ihr am besten euren EP-Gewinn erhöhen könnt. So, jetzt gleich werde ich euch etwas über meinen Gear erzählen. Alle XP-Quellen, unter anderem die XP-Tränke und Schriftrollen. Und dann zum Schluss kommen noch meine Locations und die Rotationen. Zum Grinden benutze ich oft einfach mein Trash-Setup, bestehend aus Mechanikblick, Mondakolyt oder statt Mondakolyt benutze ich auch Falscher Gott. Als Ausdauerspieler spiele ich das Dornherz in Trashs, Hundingszorn, auch Mondakolyt oder das giftige Set. Das kann man je nach Belieben gerne miteinander kombinieren. In ESO gibt es eine Menge Möglichkeiten, seinen EP-Gewinn zu erhöhen. Seid ihr ESO Plus Mitglied, bekommt ihr 10% extra. Seid ihr in einer Gruppe mit einem weiteren, bekommt ihr nochmal 10%. Wichtig dabei: sind es mehr als zwei Leute in einer Gruppe, wird der EP-Gewinn gedrittelt. Das heißt, ihr bekommt noch weniger. Dann gibt es noch den Ring von Mara. Wenn ihr mit der Person, die ihr geheiratet habt, in einer Gruppe seid und den Ring tragt, bekommt ihr auch nochmal 10%. Dann kommt es noch auf das Gear an, was ihr ausgerüstet habt. Ist alles auf Lehrend, vom Kopf bis zum Fuß und die Waffen. Und dann auf Lila. Habt ihr nochmal einen IP-Boost von 86%. Solltet ihr das Gold machen, sind es 95%. Und natürlich sollten wir nicht die Tränke vergessen mit 50, 100 und 150% mehr IP. Genauso wie die Kronenschriftrollen mit 50, 100 und 150 IP plus. Und noch zum Schluss gibt es bei fast jedem Event bestimmte Andenken, die ihr freischaltet, die ihr während des Events aktivieren könnt und nochmal 100% dazu bekommt. Interessant ist dabei, dass ihr diese 100% mit Tränken oder Schriftrollen zusammen stacken könnt. So, und nun zum Schluss kommen noch die Locations und wie ihr sie am besten ablauft.
So, vielen Dank fürs Zuschauen. Und man sieht sich das nächste Mal.